Erstmal Puzzle kaufen. Oh, wieso kann ich die nicht kaufen? Ich will die kaufen. Ich kaufe einen Braten. Für das hast du 100 Euro ausgegeben. Ich will eine Eieruhr haben. Ja, und du sagst mir, ich kaufe komisches Zeug. Nee. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer Shopping-Challenge. Ja, eine BFF-Shopping-Challenge. Wir tun unsere Freundschaft heute unter Beweis stellen und prüfen. Denn du hast ja was richtig Witziges ausgedacht. Ja, ich habe gesagt, wir machen eine spontane Shopping-Challenge auf Amazon. Und die andere von uns bezahlt jeweils. Also jeder von uns haut Sachen in Warenkorb, aber wir haben auch nichts extrem Teures. Nee, wir haben uns jetzt ein Limit bis, das ist trotzdem teuer, bis 150 Euro ist das absolute Limit. Ja, und wir müssen mindestens so 7, 8, 9, 10 Teile, wäre schon cool. Okay, also 7 ist ja noch 7. Okay, aber bei 10, 11, 12 hört es bei mir auf. natürlich zahle ich auch gerne für dich und du gerne für mich. Aber wir haben ja natürlich, es wäre ja jetzt sonst easy, wenn es so einfach ist. Richtig. Denn wir gucken mal, wer ist besser und schneller und kriegt mehr. In 5 Minuten. Ja. Das heißt, wir haben 5 Minuten Zeit. Unser Eva kann für 150 Euro shoppen, was sie will. Mhm. Sie muss aber Minimum 7 Teile finden. Ich bezahle das. Und genau. Umgedreht genauso. Genauso. Und dann gucken wir mal, wer hier so ein bisschen besser abschneidet von uns. Wir sind hier übrigens in Renés hübschem Studio heute. Ja. Falls ihr es noch nicht kennt. Genau. Das ist sehr, sehr hübsch hier. Und so. Was wir auch noch dazu sagen, Leute, gerne abonnieren und die Glocke schon aktivieren. Denn natürlich, dieses Geschopfte dann im Nachhinein werden wir natürlich testen. Genau. Und in Haul machen. Richtig. Wir sind nicht angemeldet. Anmeldung machen wir später, um dann zu bezahlen. Also es ist auch in einem Incognito-Browser, es ist nicht unser Suchverlauf mit drin, nicht, dass wir halt so unsere gesamten Sachen so, oh, ich habe da übrigens eine Liste vorbereitet. Ja. Also ich gehe jetzt nicht meine Geburtstagsliste durch und haue einfach alles in den Warenkorb, was ich letztes Jahr nicht bekommen habe. So, durchatmen. Es geht los. Geht los? Ja. Okay. Erstmal Harry Potter. Und dann muss ich gucken. Also ich brauche das 6. in der Hufflepuff Edition. Hufflepuff Edition. Gott. Das hier. Das andere hat daneben mehr Bewertung. Ja, aber ich will ja das 6. Also ich brauche das. Ich glaube, das war das 2. Ja. Ich hau das mal in den Einkaufswagen. So. Ist das gebunden oder ist das Taschenbuch? Ich brauche das Taschenbuch. Na, ich hoffe, das passt. Nein! Hilfe. Oh Gott! Lass mich gucken. Das ist Taschenbuch. Taschenbuch. Genau, ich brauche das Taschenbuch für die Vervollständigung meiner Reise. Oh, du hast fast eine Minute schon gebraucht. Oh Gott. Hast noch einiges vor dir hier. Okay. Puzzle. Erstmal Puzzle kaufen. Oh. Also dein Budget ist noch sehr hoch, ne? Ja. Es liegt an dir, ob du das Budget ausnutzt. Ja, ob ich das überhaupt schaffe in der Zeit. Aber du bist auf jeden Fall guter Dinge und weißt genau, was du willst, ne? Ja, warte. Ich bin gerade, ja, ich weiß, dass ich ein Puzzle will. Und ja, das ist mir gerade eingefallen, wo ich bei den Harry Potter Sachen war. Ah, die ekligen Bohnen? Ja, ich bestelle aber die ekligen. Ich bestelle die mit dem Dreh. Die bestelle ich, weil wir das noch nie gemacht haben. Und weil ich gerade beim Kopf so bei Harry Potter war. Okay. Oh, guck mal, die schlägt schon einiges vor. Ich kriege hier schon Vorschläge. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch 3 Minuten und 30. Okay, was kann ich noch brauchen? 3 Minuten 30. Boah, Eva, da gibt's so viel. Willst du was zu anziehen haben? Irgendwas mit Harry Potter oder nee, ich will Popsocket? Oh, Leo, gib oh ja, Leo. Print oder so. Oh nein, warte, ich guck mal, ob die noch was von Rico Design haben. Du bringst mich auf Gedanken. Okay. Stoff, die hier wären sehr, sehr cool. Guck mal, das ist zum Aufbügeln. Ja. Das ist cool. Rein damit. Jetzt habe ich ja schon wieder Puzzle. Ja, du musst wieder zurückgehen. Ja, ich muss wieder zurückgehen. Ich habe hier wieder vorgeschlagene Sachen. Ja, du hast noch ganze volle 3 Minuten. Gott. Nein, ich muss... Ah. Oh. Das T-Shirt ist süß, ja. Ich glaube, das bestelle ich auch mal direkt. Größe M müsste eigentlich passen, ja, ne? Ja, zeig mal, was haben die für Größen? Entspricht der Größe. Ab. Es gibt nur M. Ich nehme L. Ja, würde ich auch. Ich nehme es so ein bisschen. Wenn es ab S losgeht, fällt es meistens nur mal ich nehme es ein bisschen in den, 2 Minuten noch eben. Ja. Ich habe 5 Teile. Ich brauche noch mindestens 2, sonst ist das Ganze hier nicht gültig. Bestell uns wieder Pringles. Boah. Welche hatten wir denn? Weiß ich nicht. Wir hatten mal so eine ganze Palette. Das war richtig cool. Ja, guck mal, da gab es so ein Set. Das hier?
Nee, das ist nicht lieferbar. Eva, das kommt eine nicht. Minute 45. Oh Gott. Komm, oh Gott. Stell was anderes. Wir nehmen die. Scharf? Nee, Hot and Spicy. Nee, die hier, original. So kleine? Nein, nicht. Wurst, nicht auf die Liste. Was ist denn das für ein Unsinn hier? Wieso kann ich die nicht kaufen? Weil du Spar-Abo hast. Wieso kann ich die nicht. Oh, wieso kann ich die nicht kaufen? Ich will die kaufen. Eva, eine Minute 30. Mach das. Du musst jetzt aber jetzt. Stell die in eine Handyhülle oder so. Ja. Oder was für die Haare. Oder Nee. Handyhülle, Popsocket. Ich nehme jetzt ein Popsocket. Okay, du hast noch eine Minute. Ja, ich habe noch Zeit. Popsocket. Oh, der ist doch schön. Gryffindor will ich nicht. Gib doch Hufflepuff ein. Oh ja. Guck, ja, das gibt es nicht. Wieso gibt es das nicht? Da ist er. Okay, so, ich habe 7 Sachen drin. Oh, der ist hier ein niedlicher. Den will ich. Dann hau den ich, muss den, rein. Ich muss den anderen raus. Ich tue den anderen aber raus. Ich will nicht 2. Löschen. 30 Sekunden, komm. 30 Sekunden. Boah, ich kaufe erstmal. Wow. Einmalige Lieferung oben. Oh Gott. Ich bin überfordert. Eva, 20 Sekunden noch, du kannst noch. Ich kaufe einen Braten. Sonst fühle ich mich schlecht, wenn ich. Nein. Hast du nicht noch irgendwas, was du gerne möchtest? Mir fällt Adidas oder so. Mir fällt gerade nichts. Nix. Oh Gott. Du überforderst mich. Okay, 2, 1. Wie viel habe ich denn überhaupt? Bei. Ich habe auch 100 Euro. Echt? Ja. Für das hast du 100 Euro ausgegeben? Ich finde das gut. Oh. Ich will, dass du diese Bohnen isst. Ja, toll. Ich zahle und krieg noch diese blöden Bohnen, ey. Boah, volle Verzweiflung. Also Eva, ich habe mich da ein bisschen... Mal gucken, okay. Ob ich jetzt gleich so gut bin. Aber nicht schlecht, okay. Dann würde ich sagen, ich mache erstmal hier den Verkauf klar und dann bin ich dran. So, Bestellung ist getätigt für Eva. Ja. Ich freue mich. Ich frage mich immer noch. Warum? Ich glaube so, also Popsocket, das Oberteil und so fand ich ja richtig cool, auch den Lego-Stoff und so, aber dann Fuß. Nein, das ist zum Aufnähen. Boden. Das ist zum Aufnähen, ja. Ich habe gedacht so. Ja, okay, jetzt bin ich am Start. Oh, wir machen 500.000 Abo-Special und du isst erstmal Bohnen. Danke. Nein. So, Eva, hast du deine Weckeruhr? Gott, ich habe gar keine Ahnung. Vielleicht bin ich voll aufgeregt, ja. Ne? Weil man ja nur siehst bestimmt... Du, das ist nicht so easy. Nee, das weil... ist nicht so easy. So, also ich muss mindestens 100 Euro, damit ich wieder Plus mache. Ja. Und 5 Minuten. Und los geht es. Okay. Ich will eine Eieruhr haben. Ja, und du sagst mir, ich kaufe komisches Zeug. Nee, ich will eine Eieruhr kochen. Da gibt's, warte, das habe ich mal gefunden. Oh, warum finde ich die jetzt nicht? Die hier. Kennst du die? Die sind voll gut. Die kannst du, ist das die? Sagt die, wie das Ei gekocht einfach ist? Einfach zu lassen sie die Eier mit den Eiern im kochenden Wassertopf sitzen. Ja, genau. So, erkläre ich schon später nochmal in dem Hall. keine Zeit. So, was ich auch haben möchte, ist so ein Ding hier. Kennst du das? Nein. Richtig gut. Warte, ich muss gucken, was die beste Bewertung hat. Das geht gut. Ja. Das ist so Dampf, was du beim Kosmetiker kriegst. Kannst du zu Hause machen, öffnet die Poren und gut okay. Für die Haut und so. Richtig, ja. Richtig nice. So, warte mal, was gebe ich noch ein Schöne und das Biest? Wie wär's mit der Gryffindor-Edition von Harry Potter? Nein. Okay, was gibt's hier? Schöne und das Biest? Nein, was ist das Süßes? Wir können auch mal testen, was du für einen... Oh. Wir machen einen offiziellen Harry Potter-Haustest. Oh, ich bin schon bei 50 Euro, siehst du? Ja, siehst du. Warte, ich weiß auch noch... Ja, du musst aber auch 7 Teil, du musst noch ein bisschen... Warte, ich will so einen Käse haben für mein... Oi. Also ich will... Nee, nicht hier keinen Laptop kaufen. Nee, aber so ein... Dafür haben wir Budgetgrenzen gemacht. So ein Case. Ja, so ein Case ist was Feines. Oh. Hülle. Wie ist die Zeit? So, 3:30 hast du noch. 3... What? Ja. Ja, die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Oh, ist das hübsch. Ja, aber... Das ist mega hübsch. Warum finde ich das nicht? Vielleicht gibt's das gar nicht. Hast du es schon mal gesehen? Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das wollte ich mir ja selber kaufen. Hier so, das. Das ist sehr fancy. Da kannst du so drauf, weißt du? Ja. Finde ich richtig cool. Aber warte mal, ist das das? Ich weiß nicht, welchen du hast. Ja, ich habe den. Ich weiß nicht, wie er genau heißt. Egal. Nicht egal. Welches? Ich bezahl das. Nicht egal. Vielleicht gibt es den auch mit Leo-Muster. Warte mal, gibt es so coole Motive. Ich glaube, ich nehme gleich das. Das gefällt mir. Ich habe keine Zeit. Zack. Das ist auch sehr hübsch. Also das kann ich bestätigen. Ja.
So, du hast noch 2 Minuten und 40 Sekunden. Was könnte ich noch? Wo bin ich denn preislich? Du bist bei 70 Euro, glaube ich. Guck mal, ich meine, meine Mascara ist aus. Gibt es die hier? Oh, warum gibt es die nicht? Sie ist bei Bianca aus und sie ist auch bei Amazon aus. Hier, zack. Oh, perfekt. Guck mal, ist sogar im Angebot. Wir sparen 1 Euro. Okay. Fantastisch. Was könnte ich noch? Ich hätte so Bock auf so... Kennst du diesen... Warte. Ach, stopp, der ist so... Ich weiß nicht, wie teuer der ist, deswegen muss ich erstmal gucken. Der Nicer Dicer, den kenne ich. Da. Ist doch gut. Zum Zwiebeln schnibbeln? Ja, nee, ich will nicht einen zum Zwiebeln. Für Obst, Gemüse, alles. So ein Multischneider. Kann man damit alles schneiden und nachher kann es nur Gemüse und nachher kann er nur Zwiebeln? Keine Ahnung, aber ich habe zu wenig Teile, ne? Ich weiß... Ja, du hast... Ich glaube, er ist 4, oder? Warte, schau den jetzt einfach nach dem Kopf. Oh Gott, warte. Oh, Eva, warum ist das so teuer alles? Die Forderung, ja. Das wird knapp dann. Ich weiß nicht, was du noch möchtest. Oh, hier, warte. Ich nehme jetzt das noch. Die Maske ist gut. Und ein Teil noch. Ein Teil noch. Du hast noch 1 Minute und 16. Ein Teil. Und dann habe ich aber voll das Budget ausgenutzt. Dann hast du, ey. Warte, ich guck mal, ob ich hier noch was von Kolibri finde. Das ist echt gut, deswegen... Genau. Leute, wir testen das natürlich auch alles. Wahrscheinlich so nächste Woche oder so. Oh, das ist so teuer. Warum ist das so teuer? Boah, das wäre knapp drüber. Ja, deswegen... Ich weiß nicht, was ich mir noch bestellen soll. Hier so Tiere. Ah, warte. Ich dachte, du wolltest wirklich diese Tiere haben, die da abgebildet waren. Brauchst du eine Make-up-Tasche? Gibt es da hier eine günstige irgendwie, eine coole? So eine... Günstig nicht. Doch. Oh, der Koffer ist voll schön. Ich hatte so eine... So du hast noch 35 Sekunden, ne? Oh nein, ich hatte eine gefunden, die hat mir auch echt gefallen. Oh Gott, das ist richtig spannend hier. 30 Sekunden. Oh Mann. Ja, so. Eva, ich gucke jetzt irgendwas... 25 Sekunden gleich. Ach, Sailor Moon. Mach zügig. So. Oh, Eva, so, Sticker. 10 Sekunden hast du noch. Okay, komm, Sticker, zack. Boah, Sailor Moon. Oh, ich bin Popsocket. Wie viel habe ich noch? Oh, Zeit vorbei. Egal, ich bin echt, Eva. Das war heftig. Die Sticker, ich hätte auch gerne Sticker genommen. Ja, da kann man was schon. Ich ärgere mich gerade. Also ich muss sagen, ich habe 7 Teile. Ja. Ich bin mega zufrieden. Ich muss allerdings sagen, den Nicer Dicer, keine Ahnung, ob der gut ist. Ich kenne das Set. Nicer Dicer, Quick Zerkleinerer für Obst und Gemüse. 5 in 1, ja. Ja, klingt interessant. Ich habe gehört. Ich freue mich mega drauf, das Ding zu testen. Ja, deswegen. Sticker sind cool. Ja. Die Gesichtsmaske ist echt top. Oh, ich sehe gerade, der Benefit ist gar nicht auf Lager. Oh, dann gucken wir gleich nochmal. Wir gucken, was passt. Genau, das finden wir auf jeden Fall. Eva, du wirst etwas ärmer als ich, tatsächlich. Ja, ja. Aber ein bisschen mehr. War deine Challenge, du hast gesagt, 150 Euro, ich habe ausgenutzt. Nein, war cool. Ich bin super happy mit den Sachen, die ich gefunden habe. Ja, ich auch. Ey, dieser Stress, ne? Ja, aber ich finde es erstaunlich, was man eigentlich alles so für den Preis bekommt. Weil, also jetzt, wenn ich jetzt bei mir gucke, ich habe wirklich gutes Zeug, du ja auch. Ja, mega. Ich hoffe, deines... Die Bohnen sind mega. Oh, Eva, ey. Aber wir sind noch Freunde, ne? Natürlich. Wir sind noch Freunde, Leute. Oh, es hat richtig... Crispy Rolls. Eva könnte gleich weiterschauen. Vielleicht packe ich noch ein bisschen mehr andere Sachen. Du hattest die Chance noch. Du hattest noch 50 Euro Budget. Ich hatte noch 50 Euro. Ich hatte keine Zeit mehr. Du hast dir ja das Zeitlimit gesetzt. Wir hätten ja auch daraus 7 Minuten machen können. Nein. 7 Minuten, 7 Teile. Ja. Ich freue mich auf den Haul. Ich freue mich, wenn die Aber kommen. Wir haben auch beide nur 7 Teile. Vor allem Eva erst mal am Anfang. Ja, so 7, 10, 11, 12 Teile. Ja, so viel wie geht, ne? Das ist aber Leute, schwierig, weil mega schwierig. Gerade wenn man in dem Budget bleibt. Ich glaube, wir hätten jetzt gesagt heute, wir achten nicht auf das Budget, dann wäre das was anderes. Vielleicht machen wir das ja nochmal ohne Budget oder nur in eine Richtung. Oh ja, mit einem ausgelosten Thema oder so. Genau. Nur Leo-Dinge kaufen. Ja, oder so. Und dann, keine Ahnung, für 50 Euro oder so. Ja. Aber wir werden natürlich alles verwenden. Wir tun hier keinen Müll. Wir testen das, wir nutzen das. Wir tun hier nichts Sinnloses bestellen. Stoppen. Genau. Und Leute, was wollte ich sagen? Ich bin immer noch völlig baff. Ich freue mich übelst gerade auf die 100 Sailor Moon Aufkleber-Sticker. Ey, das wird mega. Das wird mega. Wie das cool. Kannst du alles auf dein Skateboard kleben. Ich habe kein Skateboard. Egal, wir finden noch was anderes, wo das drauf geht. Hast du ein Motorrad?
Egal. Ich klebe mein Auto damit zu. Oh ja. Nein. Stimmt dafür ab. Möchtet ihr, dass wir Biancas Auto mit Sailor Moon Aufklebern vollkleben? Nein. 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 Dann weiß jeder, wo ich bin, wenn ich durch Bielefeld fahre oder so. Oder durch Dresden. Ah, da war ja Bianca. Da ist Sailor Moon. Ich hatte eine Freundin, die hatte mal das Auto komplett mit Hello Kitty alles voll. Das sah so witzig aus. Aber wenn ich mit ihr Auto gefahren bin, wirklich, man hat die Blicke auf sich gezogen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ist niedlich. Oh. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. War sehr cool. Und wir freuen uns, es wird, es ist bestellt. Beziehungsweise deins bestellen wir noch. Und ja. Wir freuen uns, wenn es kommt. Dann zeigen wir es euch natürlich. Also abonnieren auf jeden Fall, kleine Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das Video auf keinen Fall. Nee, guckt unbedingt vorbei. Wir sind selber gespannt, wie es wird. Genug geredet? Genug geredet. Leute. Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ja, gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Hast du schon 10 Mal, glaube ich, ja, haben wir das schon gesagt. Was wollte ich noch sagen? Ja, macht's gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Völlig durch den Wind gerade, ey. Ich muss was trinken.